Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher 3. Beim letzten Mal, wir die letzten Kleinigkeiten hier in Toussaint erledigt. Ein paar Kleinigkeiten sind es noch, aber den großen Teil haben wir erledigt. Wir hatten ein sehr interessantes Gespräch mit Plötze, wenn man das sagen kann. Ja, und in dieser Folge will ich Folgendes machen. Und zwar werden wir jetzt zurück nach Beauclair reisen. Dort werden wir unseren Auftrag beim herzoglichen Kämmerer abgeben. Wir werden vorher ganz kurz mal in unserem Weingut vorbeischauen und zum Beispiel die Katzenrüstung mitnehmen, damit wir dann beim Großmeisterschmied die ganzen Sachen herstellen können. Und ja, werden dann auch noch ganz kurz mal auf dem Belgard-Weingut nochmal vorbeischauen, um dort die Überraschung vielleicht noch zu sehen, die uns ja bevorstehen soll. Und ja, ich würde tatsächlich sagen, wir fangen noch ganz kurz hier an. Hier gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, die wir mitnehmen können. Dann breiten wir einmal um die Burg Duntön rum zum Basilisken, wo wir ja auch noch diesen einen Händler finden können, den wir hier irgendwo im Osten befreit haben. Und ja, dann geht's auf zum Weingut. Mal gucken, dass wir vielleicht auch noch vor der großen Dunkelheit ankommen. Ich meine, wir sind ja mit Plötze unterwegs, da kann ja eigentlich nichts schief gehen. So, wie gesagt, ich will diese Kleinigkeiten noch ganz kurz anschauen, die hier irgendwo sein sollen. Zum Beispiel dieser Wachturm da. Oder ist das Duntön? Das könnte tatsächlich sogar Duntön sein, dieser Wachturm da. Da will ich vielleicht auch ein bisschen drum rumreiten, damit die nicht merken, dass da was abgeht. Wie gesagt, wir wollen uns ja dann auch bald mit Damien treffen. Ist da unten noch was? Es ist gerade ein bisschen dunkel, dadurch sehen wir nicht mehr ganz so viel. Das ist nicht ganz so schön, dass es jetzt Nacht ist. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber hier ist tatsächlich nichts mehr. Ich guck nochmal ganz kurz nach. Ich bin aber fast richtig. Sieh mal einer an. Fast richtig geritten. Auf geht's plötzlich. Ich will mir die restlichen Sachen, wie gesagt, noch angucken, wenn wir schon mal da sind. Also ich glaube, wir haben sowieso nicht alles. Das ist ein Banditenlager einfach, oder? Ah ne, ist kein Banditenlager. Das ist ein Auftrag von einem Winzer, wie es aussieht. Komm her! Der hier ist verletzt, wie es aussieht, hä? Die Wunde sieht aber böse aus. Würde ich schnell behandeln lassen, bevor sie eitert. Wenn ich medizinische Beratung bräuchte, hätte ich einen Heiler kommen lassen. Und du gehst nicht mal als Quacksalber durch. Und wenn du wirklich einen Hexer brauchst, solltest du etwas freundlicher sein. Vergib mir. Es tut so verdammt weh, das verdirbt mir die Laune. Irgendeine Bestie hat sich in der Grotte eingenistet. Ich bin dir nur knapp entkommen. Ich benutze die Hülle als Lager für meine Waren. Würdest du sie dir ansehen? Warum nicht, ne? Würde ich sagen. Ich könnte mir die Sache mal ansehen. Aber nicht kostenlos. Und ich würde auch gern wissen, wo auf einmal so eine Bestie herkommt, ne? Komm, 175. Das klingt schon vernünftiger. Ist aber immer noch zu viel. Na gut, dann ein bisschen weniger. Machen wir 165. Ein gerechtes Angebot. Na gut, dann schaue ich mal. Ich werde sehen, was ich tun kann. Warte hier. Und du musst deine Wunde reinigen. Vertrau mir. Dann gucken wir mal in dem Hügel von Duntün, was hier für Monster lauern oder welche Bestie. Hat ja eigentlich nur von einer Bestie gesprochen. Aber bei denen weiß man ja nie. Ach, okay, Riesentausendfüßler. Alles klar. Ah, lass das. Lass das verdammt noch eins. Guck mal, hier bin ich. Komm hier heraus, komm hier heraus. Komm schon, ehrlich. Ach, Mist. So, hauen wir mal den rein, ganz kurz. Reicht das, damit er drin ist? Jawohl. Falls er mich nochmal mit dem Gift trifft. Ja, gut. Jetzt trifft er mich natürlich nicht mit dem Gift, aber gut, was soll's. Hätte ich vielleicht von Anfang an machen sollen. So, waren das schon alle? Was haben wir denn da noch? Was da wohl passiert ist? Was war das denn? Blutverschmiertes Tagebuch und ein Pflock aus Espenholz. Ich habe das Gefühl, da wurde jemals als Vampir angesehen. Der heilige Majoran muss mir heute wohlgesonnen sein. Oder es waren einfach glückliche Umstände. Ich habe eine Höhle gefunden, die sich bestens als Weinkeller eignet. Wir haben in der letzten Saison so viel wunderbaren Wein gemacht, aber allmählich geht uns der Lagerplatz aus. Ich hätte mir ein paar Arbeiter holen können, um einen Keller auszuheben, aber dann müsste ich vorerst weniger Wein abfüllen und das will ich auf keinen Fall. Außerdem kann es kein Keller der Welt mit einer Kalksteinhöhle aufnehmen.
Ich habe die ideale Höhle gefunden, sie ist groß und nicht zu feucht. Ich bin rein zufällig darauf gestoßen, als ich in den Felsen spaziert war. Ich bin mit dem Fuß in einen Felsspalt getreten und als ich ihn schließlich wieder frei bekam, fielen einige Steine hinein. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich vernahm, wie sie auf den Boden aufschlugen. Danach habe ich den ganzen Abhang abgesucht, bis ich tatsächlich einen Zugang fand. Morgen werden wir anfangen, die Höhlen in ein Weindepot zu verwandeln und die Fässer dorthin zu schaffen. Späterer Eintrag bestehend aus hastig geschriebenen Worten: Monster in der Höhle, Riesentausendfüßler, Männer nur knapp entkommen. Wir versuchen nochmal hineinzugehen und zu retten, was wir können. Muss alle Zugänge blockieren. Hoffentlich verirrt sich kein anderer jemals in diese verfluchte Höhle. Okay, der Pflock hatte dann tatsächlich doch ausnahmsweise mal nichts mit einem Vampir zu tun. So, die Frage ist, ob es hier noch mehr Riesentausendfüßler gibt. Ich vermute mal fast ja. Da ist selten nur einer. Da kommt doch schon wieder einer. Das sind zwei, oder? Also jetzt ist nicht so schlimm, wenn die mich treffen tatsächlich. Mit ihrem Gift. Oh, von hinten. Kleiner Wichser. Ey, es ist nicht so wild, wenn du mich triffst, ganz ehrlich. Ist vollkommen egal. Na also. Zack, zack, zack. Nummer 1 erledigt. Ich weiche trotzdem aus, weil ich keine Lust habe, die ganze Zeit von dem bespuckt zu werden. Komm hier raus, wo dein toter Freund schon gegraben hat. Verarschen, Junge. Hier, vielleicht hier. Damit du nicht ganz so bei deinem toten Freund hinauskriechen musst. Blöde ist, hätten wir in Irden ein bisschen mehr geskillt tatsächlich, könnten wir auch mehrere Zeichen setzen, mehrere Irdenkreise. Das ist so ein bisschen blöd gerade. Willst mich doch verarschen, blödes Mistvieh. Komm rein hier in deinen Boden und dann setze ich jetzt hier ein Irdenzeichen, verdammt. Na also. Zack, zack, zack. Tschüss. Erledigt. Meine Güte. Viel zu lang gedauert, aber okay. Wir haben zumindest Chitinpanzer und so gekriegt. Das ist gar nicht schlecht. Weil die können wir für die Rüstungsherstellung brauchen wir die später. Die ja auch in dieser Folge stattfinden soll. So, dann holen wir uns noch unsere Belohnung und weiter geht's. Und jetzt ist es inzwischen Nacht geworden, aber gut. Wenn der Mond, also wenn es nicht zugezogen ist, sollte es ja relativ... Du fliegst, mein Junge, du fliegst. Deine Eier werden es verstehen. Ah ja, okay. Und? Wirst du in meinem Lager nach dem Rechten sehen? Ich bin fertig. Schon getan. Da waren ein paar Riesentausendfüßler. Aha. Und wie soll ich die davon abhalten, wieder in die Höhle zu krabbeln? Weiß nicht. Ich bin Monsterjäger, kein Wahrsager. Kein Grund, böse zu sein, Hexe. Ich mach dir gute Preise für meine Waren, als Dank. Komm in 2 Tagen wieder. Dann kannst du dir mein neues Lager ansehen. Ich muss weg. Bis dann. So, schön, hätten wir das auch erledigt. Ja, gute Preise und da hat er schon wieder so ein Bild, wo gesagt wird, dass man mir keine guten Preise anbieten soll. Na gut, weiter geht's. Das hat mir nicht mal ein Level abgebracht hier. Na gut, reiten wir mal hier im Schutze der Nacht an Duntyn vorbei. Irgendwo war ja noch was, wo ich ganz gerne hingewollt hätte. Muss ich tatsächlich sagen. Kann aber auch sein, dass das einfach zu Duntyn gehört hat. Okay, warte mal, Plötze. Du möchtest die Treppen nicht hoch? Naja, aber das haben wir ja beim letzten Mal schon geklärt. Genau darüber will ich. Das ist gar nicht bei einem Weg. Wir bleiben mal lieber von Duntyn weg. Muss ich doch irgendwo diese Ruinen sehen, wovon ich auch Hügel von Duntyn. Ja, ja, wie gesagt, den Hügel, den werden wir dann bald schon angreifen. Sind denn diese Ruinen, die ich hier gerade gesehen habe? Was sind das überhaupt Ruinen? Ich soll direkt davor stehen. Na, jetzt bin ich ja gespannt. Vielleicht hier unten irgendwo? Ah, da ganz unten kann das sein. Nee. Hier sind keine Ruinen, oder? Die sind verschüttet. Wer weiß, wie alt die Karte ist, die ich von Toussaint habe. Ruinen sehe ich hier jedenfalls keine. Vielleicht sehe ich ja noch irgendwo eine Höhle oder sowas. Hier so am idyllischen Wasser, aber sieht nicht so aus. Na gut, dann schade, haben wir das nicht. So, klettern wir hier mal noch den Berg hoch. Beziehungsweise am Berg lang. Und dann weiter in Richtung Süden.
Ich würde am liebsten eigentlich, bevor ich mir die Rüstungen schnappe aus meiner, von meinem Weingut. Oh, hier ist eine Höhle, guck mal eine an. Oh, Artischborn, ey. Bevor ich dann, in meinem Weingut mir die ganzen Rüstungen schnappe. Wo sind sie denn jetzt? Ah, hier sind nur Dinger, die explodieren können, aber keine von den verdammten Artischborn selbst, ey. So, hier, blödes Mist. Ach, geil. Na gut, gleich wieder geheilt. Ich hasse die Mistviecher. Daneben. So, wo sind sie jetzt? Hinter mir ist irgendwas. Oh, ich hasse diese Viecher einfach nur. So, die werden erledigt. Das explodiert. Und das ist die zweite. Hier war noch mal eine zweite, oder? Komm her. Du kannst mir eh nichts anhaben. Dein ganzes Gift kann mir nichts anhaben, Freundchen da. Und tschüss. Na also. Gucken wir uns noch mal ganz kurz die Höhle an. Wenn wir schon mal hier sind. Sag mal, haben die nichts fallen lassen? Doch. Wollt doch sagen. Was war da denn jetzt gerade lang gerollt? So, wo ist denn hier dieses Höhlchen? Ich meine, wenn ich hier schon mal daneben vorbeikomme, warum nicht? Hier. Na, dann würde ich sagen, hau ich einen Katzetrank rein. Jetzt bin ich ja gespannt, was wir hier so finden können. Einmal Katze. Und dann schauen wir doch mal. Tod. Na, hier ist ansonsten leider nichts weiter. Was ist denn das für ein Vieh? Das hier tot liegt, ein Glumar, ein Verschütteter. Er hat scheinbar ein Glumar gegraben und wurde dann verschüttet. Na, der hat sich wohl seinen eigenen Tod gegraben, wie es aussieht. Schade. Ich hätte mir fast gewünscht, dass wir mehr sehen. Boah. Ja gut, in der Nacht geht Katze ja noch, muss man sagen. Am Tag ist das ja schlimm. Was ist das? Achso, ich glaube, das sind Pflanzen. So, Plötze, komm. Dann machen wir mal wieder uns auf unseren eigentlichen Weg. Im Prinzip, wie gesagt, alles vermute ich mal nicht, dass wir jetzt mitgenommen hätten. Aber den Großteil haben wir, denke ich, gemacht. Wir reiten jetzt, wie gesagt, in Richtung Basilisk als erstes mal zurück. Gucken wir, ob der Händler da ist. Oh, warte mal. So, das ist dann doch irgendwie schöner, muss ich sagen. Ist das hier? Nee, das ist nicht der Basilisk, oder? Nee, der Basilisk ist ja direkt an der Brücke. Jetzt muss ich die bloß finden hier in der Nacht. Da sieht ja alles doch nochmal ein bisschen anders aus, ne? Dann können wir uns mal wieder in unser Bett legen. Aber wie gesagt, ich würde vorher gerne die Waffen verkaufen, bevor ich mir noch die ganzen restlichen Sachen wieder mitnehme. Bevor ich die dann alle mitschleppe. So, hier müsste ja jetzt der Händler sein. Vielleicht kann ich bei dem ja sogar Waffen verkaufen. Ich glaube, ich kriege zwar nicht das volle Geld, aber ganz ehrlich, das wäre mir dann auch nicht so wichtig. Wo ist denn der Was Händler jetzt? Das ist der Tavernenwirt. Ist der draußen irgendwo? Steigen. Ach, der ist hier drüben irgendwo. Der hat hier ein Zimmer, wie es aussieht, oder? Beziehungsweise der hat sich hier eingenistet. Ah, da bist du ja. Sei gegrüßt, Monsieur. Suchst du was Bestimmtes? Ich will eigentlich was verkaufen, um ehrlich zu sein. Darf ich mir mal deine Waren ansehen? Oh, der hat immerhin viel Geld. Dann würde ich sagen, verkaufen wir dem das jetzt, wie gesagt. Es ist jetzt vielleicht nicht das Maximum, was wir rausschlagen könnten. Das brauchen wir eh gleich noch für die Manticore-Rüstung, das Hemd. Ist vielleicht jetzt nicht das Maximum, was wir rausschlagen können, aber who cares, ganz ehrlich. Bis dann. Hauptsache, ich kann ein paar Rüstungen mitnehmen, ohne gleich wieder überladen zu sein. Darum geht's mir. Aber warte mal, vielleicht kann ich dir ja gleich noch ein bisschen anderen Stuff verkaufen. Willkommen, Schneewittchen. Willst du sehen, was ich habe? Ehrlich, Schneewittchen? Das ist dein großer Darf Witz. Darf ich mir mal deine Waren ansehen? So, dann können wir nämlich gleich mal gucken. Wir haben doch hier auch bestimmt noch einiges, was ein bisschen was wiegt. Ich meine, wir haben immerhin 97, was auch immer. Da wiegt bestimmt einiges, eine ganze Menge. Das Silber wiegt halt eine ganze Menge, aber das will ich halt nicht unbedingt verkaufen, muss ich sagen, falls man das noch braucht. Aber hier, guck mal, das Gelumpe kann man weghauen. Tabakpfeifen, Fuchsfelle oder Luchsfelle oder was das jetzt war. Ist das Getreide weg?
Ja, und mal jetzt ist es so ein bisschen weg, damit wir wenigstens noch so ein bisschen Gewicht dann wieder haben. Ach komm, hier ein Pergament. Die komischen Puppen können weg. Pferdehaut, zack, zack. Wo habe ich die Pferdehaut her, habe, muss ich sagen. Kann ich ihm ja gleich mal noch den Schmuck verkaufen. Komm, Blumen behalten wir mal. Den Elfenkopf will sowieso keiner haben. Also den verkaufe ich jetzt nicht, sonst fragt er mich noch, wo ich hier Elfenköpfe her habe. Die wertvollen Fossilien, die nicht so wertvoll sind. Militäle wollen sie ja natürlich nicht. Hier ist ja nur Majoran angesagt. Also vom Geld her müssten wir theoretisch sogar zwei Rüstungen herstellen können. Die Frage ist natürlich, ob das vom... von den Zutaten her reicht. Damit ihr dann, wie gesagt, gucken könnt, welche denn schöner ist. So, es sollte reichen. 83, da sollten wir auf jeden Fall die Katzenrüstung noch mitnehmen können. Ohne, dass das jetzt zu problematisch wird, denke ich. Wie gesagt, also ich bezweifle fast, dass wir drei Rüstungen herstellen können. Also ich würde jetzt gerne, wie gesagt, Manticore. Dann wahrscheinlich überlegene Katze, weil die hatten wir uns ja damals für entschieden. Und eventuell, also hier nicht überlegen, Großmeisterkatze. Und dann kann man eventuell noch Großmeister Greif oder so herstellen. Aber ich glaube schon gar nicht, dass dafür das Geld reicht. Also das Geld würde vielleicht sogar tatsächlich noch reichen, weil wir noch ein bisschen was theoretisch zum Verkaufen hätten. Aber Materialien reichen, glaube ich, nicht. Weil das letzte Mal, weiß ich noch, als wir die Großmeister-Wolfsrüstung hergestellt haben, brauchte ich schon eine ganze Menge, musste ich schon teilweise Materialien nachkaufen. Deswegen könnte das knapp werden. So, dann einmal hier rein ganz kurz. Dann würde ich sagen, stellen wir noch ganz kurz unsere Gewinntrophäe ab. Die kommt nämlich ganz nach oben, wollte ich sagen. So, dann legen wir uns noch ganz kurz schlafen. Wenn wir schon mal wieder zu Hause sind, können wir uns ja auch mal ganz kurz noch schlafen legen, ne? So, dann einmal bis zum nächsten Morgen. Zack. Wieso habe ich die Boni jetzt nicht gekriegt? Ja, doch, jetzt. Wollte schon sagen, wieso habe ich die Boni nicht gekriegt? So, also ich nehme auf jeden Fall erstmal Katze mit. So, Katze will ich auf jeden Fall mitnehmen. Zack. Und dann natürlich die Schwerter dazu. Das ist Bär. Das ist Greif. Habe ich Katze überhaupt die Schwerter ausgestellt? Weil das ist ja wahrscheinlich Reaper. Katze habe ich gar nicht ausgestellt, die Schwerter. Wie es aussieht. Ja gut, ich meine, war ja nicht so viel Platz, ne? Das ist Wolf, das ist Katze. Wobei ich, wie gesagt, Silberschwerter sind sowieso so eine Sache. Die brauche ich ja wahrscheinlich gar nicht. Die Silberschwerter. Ich nehme sie trotzdem mal mit. Vielleicht können wir sie der Vollständigkeit halber tatsächlich noch herstellen. Und dann nehmen wir mal noch Greif mit. Wie gesagt, ich glaube, für mehr reicht es sowieso nicht. Also Bär wird eh nicht mehr reichen. Nein, ich will den anderen noch mitnehmen. Habe ich noch Platz? Ja komm, da ich noch Platz habe, kann ich jetzt auch noch Bär mitnehmen. Was ist da? Ach, das ist Viper. Die können wir nicht erhöhen. Nehmen wir Bär auch noch mit. Ich meine, wie gesagt, wir müssen dann... bevor wir dann losgehen, mache ich sowieso noch mal hier hin. Ja, mache ich sowieso noch mal hier hin, damit wir den ganzen überschüssigen Teil wieder wegwerfen können. Plötzlich, warum bist du nicht im Stall? Verdammt. So, dann jetzt aber auf nach Buclair. Weiter so, Plötzlich. Dann auf nach Buclair und da will ich jetzt auf jeden Fall als erstes natürlich, oh, kommt drauf an, muss jetzt nicht als erstes sein, will ich natürlich beim herzoglichen Kämmerer vorbei. Da kriegen wir nämlich noch unser restliches Geld dafür. Bei den Weinfäden, weiß nicht, da kriegen wir ja nur eine Überraschung. Da kriegen wir, glaube ich, nicht nochmal Geld. Müssen wir gucken. Aber wie gesagt, vom Geld her reicht es vielleicht für zwei. Also, ich sag ganz ehrlich, es reicht wahrscheinlich vom Geld her für zwei locker. Für drei würde es vom Geld her knapp werden. Das Problem ist eher, dass es vom Materialien... Also für eins hoffe ich mal, dass es für den Materialien her reicht. Also selbst da bin ich mir nicht 100% sicher. Also, dass wir nicht wieder was nachkaufen müssen. Für zwei muss ich ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich eher nicht. Und für drei, ganz ehrlich, das glaube ich im Leben nicht. Für vier sowieso nicht, glaube ich. Aber wie gesagt, wir nehmen mal alles mit und gucken mal, was wir herstellen können. Ich meine, wir könnten natürlich noch durch die Gegend ziehen. Wie gesagt, es ist ja, im Endeffekt könnte ich es natürlich auch so machen. Der kriegt ja nach einer Zeit wieder Materialien rein. Das heißt, ich jag Monster die ganze Zeit, sammel deren Zeug, verkauf deren Zeug bei ihm. Wäre mein Geist doch so willig wie mein Fleisch.
Genau. Verkauf das Monsterzeug dann bei ihm, kauf dafür das neue Zeug, was er reinbekommen hat, wieder rein. Also zum Beispiel dann angereicherte Dimaritium-Bahnen oder sowas. Und ja, macht dann so im Endeffekt alle Rüstungen, aber das ist ja dann auch irgendwie ein bisschen sinnlos, ne? Das dauert nur ewig und bringt dann auch nicht so viel. So, jetzt sind wir endlich in Beauclair wieder. Die Herzogin hat ihn bestellt. In Hauteville. Wozu? Falls du es noch nicht gemerkt hast, ein Biest tötet eure Leute. Eure Ritter. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo hier was ist. So, hier ist die Bank. Da können wir eigentlich... Ich meine, wenn die gerade auf hat... Ah, die hat gerade nicht auf. Wann hat die denn auf? Begrüßt ihre Kunden zwischen 8 Uhr morgens und 10 Uhr abends. Wir haben es jetzt 6.50 Uhr. Wir sind halt ein Frühaufsteher. Ich hätte sonst noch ein paar Sachen umgetauscht. Dann hätten wir noch ein bisschen mehr Geld gehabt. Noch ein paar Uren und Florin. Aber wie gesagt, ich glaube eh nicht, dass es am Ende daran hängen wird. So, ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, ob ich überhaupt richtig laufe, muss ich sagen. Alter, hier liegt er besoffen erstmal mitten auf dem Weg. Ich muss mich mal ganz kurz orientieren. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Jetzt bin ich falsch. Warte mal. Das hier ist ja die... Dort, wo wir das Gwyn-Turnier gespielt haben. Hier ist... Nee, das sind die normalen Schmiede. Das sind die normalen Schmiede. Also ich weiß, der herzogliche Kämmerer ist dort, wo es... zum Beispiel... Also bei dem weiß ich zumindest, wo der ist. Schöne Melodie, ja. Dort, wo es rüber geht zur Brücke, zum königlichen Palast, beziehungsweise herzoglichen Palast, da gibt es auf jeden Fall... Ach, guck mal hier, er wieder. Da gibt es auf jeden Fall den herzoglichen Kämmerer und ich glaube, da in der Nähe ist dann auch der andere. Das heißt, wir gehen mal tatsächlich ganz schnell hier hin. Ja, machst du. So, da drüben müsste der herzogliche Kämmerer irgendwo sein, da links. Da habe ich schon das Schild gesehen, da holen wir uns ganz schnell unseren restlichen Lohn. Na komm. 143, 2 Rüber. Sei gegrüßt, Ritter. Ich habe von großen Heldentaten reden hören. Nimm also bitte diese Belohnung für deine Entschlossenheit, Herr. Danke, super, fertig. Na denn, bis dann. Ziehe hin in Frieden, stolzer Ritter. Hey, wir haben einen weiteren Punkt. Ein Ritter ist jemand, der nicht das tut. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wo war das denn? Wo war das denn? Ah, nee, der war ganz. Oh Gott. Da bin ich ja vollkommen falsch. Ah, ich habe vollkommen falsch in Erinnerung. Er ist ja noch ganz weit die Straße runter, ey. Ach, und guck mal, wir haben einen neuen Gegenstand, ein neues Schild bekommen, scheinbar. Das ist quasi unsere Trophäe. Weiß nicht, wie sieht die denn an Plötze aus? Oh, stinkig. Lass mal kurz gucken, Plötze. Ich will gar nicht groß mit dir reiten jetzt. Will nur mal gucken, wie das Schild aussieht. Ja, komm, dann reiten wir jetzt unterm Wappen eines Ritters. Warum eigentlich nicht? Ist zumindest nicht ganz so widerlich, wie wenn ich da irgendwelche verwesenden Köpfe dran habe, seien wir mal ganz ehrlich, ne? So, dann vermute ich mal hier die Straße noch runter. Jetzt schon rechts? Oder eher links? Ich glaube links, oder? Vielleicht sollte ich doch nochmal auf die Karte gucken. Verdammt, sonst habe ich den immer sofort gefunden, nur dieses eine Mal natürlich wieder nicht. Nee, ich werde rechts gemusst. Und zwar da rechts schon. Dann sollte ich eigentlich halbwegs ankommen. Kann aber auch sein, dass ich mich wieder komplett irre. Hier dieses Gehetze durch die Straßen. Ja, ja, Reginaldo Brie. Ah, hier ist es. Sehr schön. Na also, da sind wir doch. Das Biest hat einen weiteren... Ja, ja, ein weiterer grässlicher... Sei gegrüßt. Tod. Hoffentlich läuft deine Suche gut. Ja, ja, durchaus, durchaus. Ich würde nämlich mal sagen... Würdest du etwas für mich anfertigen? Natürlich. Ich sag's ganz ehrlich, wir fangen mit Manticore an. Weil ich die an sich am schönsten finde von allen denen, die wir jetzt noch möglich hätten. Die noch möglich wären. So, können wir sogar direkt herstellen. Manticore-Handschuhe. Lass mal erstmal hier alles zumachen, mein Gott. So, dann Manticore-Hose. Können wir auch schon direkt herstellen. Was ist denn los hier? Kriegen wir vielleicht doch mehr Sachen hin. Manticore-Rüstung. Da fehlen uns jetzt fehlen uns die Dimaritium-Platten. Oder Dimaritium-Platten. Die angereicherten, ne? Genau.
Das heißt, wir brauchen angereicherte Dimeritium-Bahn, dafür brauchen wir angereichertes Dimeritium-Erz und das können wir herstellen. Ich weiß gar nicht, ich stelle mal jetzt gleich alles Mögliche her, weil wenn ich eh noch eine zweite Rüstung eventuell machen will... Da gucke ich aber dann vorher einfach schon allein zum Beispiel, ob die möglichen Platten, die ich hier herstellen kann, reichen. Bevor ich da überhaupt anfange, muss ich ganz ehrlich sagen. Zack. 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 Weil aufgrund dieser Zutat hier des Säureextrakts, die Maritiumerz, ist es ja so, dass die ganze Sache nur begrenzt möglich ist. Ach komm, ich kaufe einmal die Maritiumerz jetzt hier. Zack. Damit wir das letzte Mal noch machen können. So, dann Barren. 2, 3, 4. So, herstellen kann ich jetzt maximal noch 6, also 3 angereicherte Dimeritium-Platten. Gut, ich kann natürlich, wie gesagt, noch kaufen, aber... Ich will jetzt nicht mein ganzes Geld für irgendwelche Sachen ausgeben. Was fehlt denn noch? Ach, ich brauche normale Dimeritium-Platten. Sagt das doch mal jemand. Die kann ich ja locker herstellen. Ich dachte, ich brauche angereicherte Dimeritium-Platten. Nee, ich brauche einfach stinknormale Dimeritium-Platten. So, Manticore-Rüstung. Sehr schön. Das ist auch normales, gegerbtes Drakonidenleder. Interessant. So, Silberschwert lassen wir erstmal. Stahlschwert. Manticore-Stahlschwert können wir auch herstellen. Wir brauchen hier gar nicht so die großen Sachen, habe ich das Gefühl dafür. Und die Manticore-Stiefel. Sehr schön. Können wir ja, wenn das Silberschwert auch nicht so was Großes braucht, können wir das ja einfach mal schnell herstellen. Das braucht Lederstücke, die Maritiumbahn, Rubin. Nö, das sind normale Sachen. Da stellen wir das gleich auch mal her. Da haben wir das Zeug schon mal komplett. Das sehen wir uns mal ganz kurz an. Viel Glück auf Wie gesagt, Weg. Silberschwert werde ich nicht benutzen. Wir haben ja unser Aerondite. Aber die Rüstung können wir erstmal anziehen. Manticore-Rüstung. Und die hat nämlich mal ein bisschen was davon, ja... Wie unsere Rüstung damals aussah, als wir losgezogen sind in The Witcher 1, falls ihr euch erinnert. Unsere Rüstung, ich glaube, die hatte eine etwas andere Farbe, war ein bisschen rötlicher, aber ansonsten passt die. Manticore Silberschwert, Manticore Stahlschwert. Sehr hübsch, oder? Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Sei gegrüßt. Hoffentlich läuft deine Suche gut. An sich schon. Wieso hat denn dieser Elfenmeister einen menschlichen... Warte mal, das hatten wir ja schon. Ich habe gerade aus Versehen... Ich will doch hier. Würdest du etwas für mich anfertigen? Natürlich. So, dann wäre jetzt die Großmeister-Katzenrüstung das nächste. Guck mal, die können wir sogar herstellen. Schon mal. Auch die Großmeister-Katzen-Handschuhe. Nee, da fehlt uns dann ein angereicherter Demaritium-Barren. Hier braucht man nämlich die meisterlichen Sachen dazu. Ich sag's doch. Wie gesagt, es ist aus irgendeinem Grund nur bei der komischen Wolfsrüstung nicht so. Fragt mich nicht, warum. Großmeister Katzenhandschuhe. Oh, Oberkörper haben wir. Stahlschwert. Großmeister Katzenstahlschwert. Nochmal 2 Dimeritium-Bahnen angereichert, bitte. 1, 2. So, dann einmal Stahlwaffe. Großmeister Katzenstahlschwert und die Stiefel. Großmeister Katzenstiefel, eine angereicherte Schleimlingshaut und eine angereicherte Demaritiumplatte. 1, 2. Zack und zack. Stellen wir auch gleich 2 her. Also die Katzenrüstung haben wir tatsächlich noch hingekriegt. Es fehlt das Silberschwert, aber wie gesagt, Silberschwert brauchen wir sowieso nicht so dringend. Da haben wir ja was Besseres. Wiedersehen. Viel Glück auf dem Weg. So, die konnten wir sogar tatsächlich noch herstellen. Sehr schön. Und wir haben sogar noch relativ viel Geld. So, das wäre die Großmeister-Katzenrüstung. Wie gesagt, diese hat so eine, Ah ne, uns fehlt die Hose noch, fällt mir gerade auf. Aber ansonsten ist jetzt alles großmeisterlich, oder? Großmeister. Fehlt die Hose noch ganz kurz. Die muss man natürlich noch herstellen. Großmeister. So, wie gesagt, hat diese Kapuze, die halt zu Attentätern passt, aber irgendwie, naja. Sei gegrüßt. Hoffentlich läuft deine Suche gut. So eher suboptimal zu Geralt. Würdest du etwas für mich anfertigen? Natürlich. So, die Hose brauchen wir tatsächlich noch. Die habe ich komplett vergessen.
Dafür brauchen wir noch eine Dimaritium-Platte. Frage ist, ob wir die überhaupt noch herstellen können. Können wir tatsächlich nicht mehr wirklich. Es sei denn, ich kaufe da nochmal was zu. Ja, ich müsste den tatsächlich kaufen. Mache ich sogar tatsächlich mal. Dann können wir nämlich die Hose noch ganz schnell herstellen. So, und dann haben wir jetzt quasi das komplette Großmeister-Katzenset. Außer Silberschwert. Außer tatsächlich dem Silberschwert. Ja, wie gesagt, hat halt diese Kapuze. Sähe halt so aus. Ich guck mal ganz kurz. Sei gegrüßt. Hoffentlich läuft deine Suche gut. Ja, ja, ich vermute mal. Würdest du etwas für mich anfertigen? Natürlich. Also ich glaube, Großmeister Greif kann ich vergessen. Ich kann mal ganz kurz gucken, schon allein Oberkörper, was Großmeister Greif bedeuten würde. Nochmal 2 angereicherte Schleimlingshäute. Nochmal 2 angereicherte Dimaritiumplatten. Die würde ich tatsächlich noch hinkriegen. Das würde ich theoretisch auch noch hinkriegen. Also ich könnte es mir noch zusammen kaufen, aber hier brauche ich dann noch einen angereicherten Dimaritium-Barn und den würde ich dann... Gut, ich könnte mir den sogar tatsächlich noch ankaufen. Also es ginge, glaube ich, vielleicht noch mit ganz viel Angekaufe, aber hier müsste ich mir dann... die Dinger kosten halt dann auch schon 4.000. Da würde es dann geldtechnisch nicht mehr reichen. Das kriegen wir nicht mehr hin, aber ich kann mal Folgendes probieren. Das wäre mir tatsächlich noch so eine Sache und zwar, wir haben ja nicht das Großmeister-Wolfs-Silberschwert hergestellt. Das habe ich jetzt auch gar nicht mit, aber da brauche ich es ja eh nicht, ne? Wir haben ja nie das Großmeister-Wolfs-Silberschwert hergestellt, weil wir es eigentlich nicht brauchten, beziehungsweise wir hatten halt kein Geld mehr zu dem Zeitpunkt. Und einfach um es komplett zu haben, weil wie gesagt, für Greif wird es jetzt eh nicht mehr reichen, stellen wir mal noch das Großmeister-Wolfs-Silberschwert her und vielleicht sogar noch das Großmeister-Katzen-Silberschwert, da bräuchte ich auch noch 2 davon. Wisst ihr was, die kaufe ich mir jetzt einfach, zack. Ich bin zwar wieder pleite wie sonst was, aber wir haben die Großmeister-Sets im Prinzip dann dadurch zusammen. Viel Glück auf dem Weg. Also auch das Großmeister-Wolf-Silberschwert, wie gesagt, die werden wir nicht benutzen, aber ja, im Prinzip haben wir die Sachen dann auch zusammen. Ich könnte natürlich noch gucken, ob wir auch noch die meisterlichen oder die überlegenen anderen Rüstungen herstellen können, zum Beispiel überlegene Bärenrüstung. Da würde es jetzt aber geldtechnisch schon wieder knapp. Das lohnt sich dann, glaube ich, nicht mehr so. Also, wir haben jetzt folgende Möglichkeit. Dementsprechend haben wir jetzt folgende Möglichkeit. Wir haben die Möglichkeit, entweder wir benutzen dieses Katzenset. Wie gesagt, hat halt diese Kapuze, ist so die Frage. Oder wir nutzen natürlich das Wolfsset, was wir jetzt die ganze Zeit schon hatten. Das heißt, Großmeister Wolfs Stahl mit dem Großmeister Wolfs Stahlschwert. Das also, oder wir benutzen das Manticore-Set, dieses hier. Manticore-Stiefel, Manticore-Handschuhe, das ist Bär, Manticore-Hose, zusammen mit dem Manticore-Stahlschwert. Das wäre die dritte Möglichkeit. Also ihr habt jetzt im Prinzip 3 Möglichkeiten zu entscheiden, was ihr haben wollt. Ja, mal ganz kurz gucken. Ich meine, das war rötlich, ja, aber nicht so rot. Nee, nee, das war, wenn dann eher so... Keine Ahnung, rosa. Ich glaube aber, das haben sie hier tatsächlich nicht, die Farbe, die ich meine, die die hatte damals. Die war ein bisschen anders, aber die Farbe haben sie hier tatsächlich nicht. Da lassen wir das. Schwarz sieht wahrscheinlich auch ein bisschen komisch aus, ja. So, das sind die 3 Möglichkeiten, die ihr habt. Ihr dürft euch entscheiden, welches wir davon jetzt im Prinzip nehmen. Welches wir anwenden wollen tatsächlich. Ja, das, wie gesagt, dürft ihr bis zur nächsten Folge entscheiden. Ich werde jetzt erstmal mit der rumlaufen tatsächlich, weil die ja eigentlich ganz gut aussieht, wie ich finde. Und da haben wir zumindest mal eine neue an und ich will nicht mit dieser Kapuze rumlaufen. Und wir gehen ganz kurz nochmal bei Belgard vorbei und holen uns da ganz kurz noch unsere Belohnung ab. Und dann können wir vielleicht sogar nochmal bei der Bank vorbei und noch ein bisschen Geld holen. Wie gesagt, ich könnte wahrscheinlich sogar noch überlegene und meisterliche Bärenrüstung mit dem Geld dann herstellen. Aber wozu? Das bringt dann ja auch nicht mehr viel. Also ich könnte es noch machen für die, die es interessiert. Aber es ist jetzt nichts, was man dringend noch bräuchte, müssen wir auch ganz ehrlich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr das unbedingt braucht. Deswegen hole ich mir jetzt auch gar nicht das zusätzliche Geld noch ab. Wie gesagt, wir brauchen jetzt gerade kein Geld mehr und Geralt kann sich das Geld auch abholen, wenn die Sache mit den... Wenn die Sache mit den... Na, sag schon, die Sache mit dem Biest abgeschlossen ist, dann kann Geralt auch immer noch das Geld umtauschen. Ist ja nicht so, dass er nicht mehr die Möglichkeit hätte. Wie gesagt, es wäre jetzt nur noch dafür und da fände ich das dann auch ein bisschen, naja. Nun gut, so, da sind wir wieder. Schlaf stärkt und Wein macht schläfrig, ergo Wein stärkt. So kann man das natürlich sehen. So, was geht denn? Seid ihr fertig? Ach, Hexer,
Du bist auf meinem Weingut immer willkommen. Sind noch keine 3 Tage Hexe, rum, tatsächlich. Das finde ich ja jetzt schon ein bisschen blöd. Sind echt noch keine 3 Tage rum. Friedlich schlafen. Übeltäter wird sie strafen. Ja, wie machen wir das dann? Muss ich ganz ehrlich jetzt fragen, wie machen wir das dann? Wartet mal ganz kurz. Wir warten quasi jetzt einen Tag. Wir sehen uns gleich wieder. So, da wären wir wieder ein bisschen gewartet. Und jetzt können wir auch zu Liam und Mathilda zurückkehren. Wir haben uns jetzt quasi noch ein bisschen auf die faule Haut gelegt. Den Rest. Ich schwöre bei meiner Ehre. Ich zerschmettere die Plünderer, verstreue sie in alle 4 Winde. Alles klar. Vertreibe sie aus dem Herzogtum. Gut, dann wollen wir mal anhören, was habt ihr denn uns jetzt zu erzählen? Ah, Hexer, sei gegrüßt. Nett, dass du kommst. Mathilda und ich haben eine Überraschung für dich. Okay, erstmal ein bisschen Smalltalk. Ihr scheint ja miteinander auszukommen. Oh ja. Wir haben begriffen, dass die Streiterei sinnlos ist. Es ist wirklich angenehm geworden. Und aufregend. Und romantisch. Ich verstehe schon. Schön, dass es gut läuft bei euch. Keine Details, ne? Was für eine Überraschung. Habt ihr mal wieder ein Monster im Schrank? Nein, es ist viel schöner. Wir haben einen Wein gekeltert, von dem die besten Sommeliers meinen, er könnte Est-Est entthronen. Oho. Das haben wir dir zu verdanken. Deswegen, wenn du einverstanden bist... Wir möchten ihn nach dir benennen. Wie soll er heißen? Geralt, schlechter von Blaviken. Es ist eher was Härteres als ein Wein, würde ich sagen. Weißer Wolf. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich ein Rotwein, ne? Deswegen würde Geralt von Riva wahrscheinlich am besten passen. Ist aber zu auffällig, meiner Meinung nach. Schlechter von Blaviken ist natürlich gut für einen Rotwein. Weißer Wolf wäre fast besser irgendwie für einen Weißwein, finde ich. Weißer Wolf halt, ist obvious. Aber Schlechter von Blaviken klingt für mich eher so nach einem, keine Ahnung, nach irgendwas Härterem, nicht nach einem Wein. Was ja eher was Liebliches ist, ne? Aber Geralt von Riva wäre mir zu direkt, muss ich sagen, deswegen... Warum nicht Weißer Wolf? Wild und charaktervoll. Das passt perfekt. Wenn du nichts dagegen hast, werden wir dir regelmäßig ein paar Flaschen schicken. Ich würde mich geehrt fühlen. Danke. Wir haben zu danken. Alles Gute, Hexe. Kein Ding, danke. Haben wir das auch erledigt? Mich würde noch interessieren, was steht da oben denn noch? Ankündigung der Generalprokuratur. Mathilda de Vermentino und Liam de Coronata sind die neuen Eigentümer des Belgard-Weinguts, wodurch die Flächen von Vermentino, Coronata und Belgard zusammengelegt werden. Der neue Besitzerstatus tritt ab Datum dieser Ankündigung in Kraft. Na gut, okay, so, damit hätten wir das geklärt. Und dann ist all das, was wir jetzt noch machen müssen. Ja, das tust du. Ja. Dann ist die letzte Sache, die wir jetzt tatsächlich noch machen müssen, einfach nur noch zurück zu unserem Hause zu reiten, dort die Sachen wieder abzulegen, die wir nicht brauchen und uns quasi vorzubereiten, noch bis Mitternacht dann wahrscheinlich zu warten, weil wir müssen ja uns ein bisschen später mit dem Grafen dann wieder treffen. Um dann die Burgeroberung zu machen. Und wie gesagt, ihr dürft jetzt entscheiden, also was soll es sein? Soll es weiter die Wolfsrüstung sein, die meiner Meinung nach von der Farbe her schon fast am besten aussieht mit diesem Rot, finde ich persönlich. Also dieses Rot hat halt irgendwo was. Soll es die Manticore-Rüstung sein, die ja so ein bisschen auch, ja, wie gesagt, unserer ersten Rüstung, die wir getragen haben. Die immer galoppieren müssen. Ja, das stimmt natürlich. Die ja, wie gesagt, so dieser ersten Rüstung, die wir hatten, damals nachempfunden ist und die deswegen natürlich auch so einen gewissen Nostalgiefaktor hätte. Oder soll es die Katzenrüstung sein? Wie gesagt, ich habe ja so gesagt, Kapuze passt eigentlich nicht so zu Geralt, ist eher so ein Attentäter-Ding. Auf der anderen Seite, wir wollen Burg Duntünn stürmen. Vielleicht ist da sogar die Katzenrüstung ja fast das richtige Outfit für, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wie gesagt, das ist eure Entscheidung. Ich mache mich jetzt ganz kurz nur noch mal zurück zu unserem Anwesen, denn ich möchte bei diesem Anwesen natürlich den ganzen Rest dann auch ablegen. Wir werden uns dann noch mal da ausruhen, damit wir dann auch fit für den Angriff sind. Wie gesagt, werden da auch warten. Aber wie gesagt, das soll es dann an der Stelle gewesen sein. Es ist jetzt eure Entscheidung und wir sehen uns beim nächsten Mal, ja, in unserem Anwesen wieder mit der entsprechenden Rüstung. Und ja, ich würde sagen, wie gesagt, bis zur nächsten Folge. Ciao.